Heute geht's um ein schummriges Bild. Auf dem Gemälde ist diese klassische Schummrigkeit, bei der man wenig sieht und sich dann aus Versehen so richtig schön den Zeh anstößt. Aber ich bin ja da und bring etwas Licht ins Dunkel. Wir haben es zu tun mit einem Bild von dem Künstler Edouard Vuillard. Und zwar aus dem Jahr 1909. Und ich bin ehrlich mit euch, ich kann kein Französisch, daher ist der Titel für mich eine echte Herausforderung. Ich probier's. Sous la grande lampe à Saint-Jacques. Hui. Also ich übersetze das kurz. Unter der großen Lampe in Saint-Jacques. Danke, Google Translator. Das Bild dieser Folge ist sehr vielschichtig und durchaus ein bisschen spicy. Außerdem erfahrt ihr, warum der Maler Vuillard ein maximales Muttersöhnchen war. Viel Spaß. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger. Schaut mal in die Shownotes von diesem Podcast. Da ist ein Link und der bringt euch zur Abbildung des Bildes, um das es jetzt geht. Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung. Dieses Bild zeigt ein Interieur, also ein Innenraum. Gemalt ist das Ganze mit dickeren Pinselstrichen. Wenn man das Bild das erste Mal anguckt, dann sieht man vor allem eines. Eine Lampe. Die ist so zentral im Bild, diese Lampe. Das ist das Erste, was man sieht. Das ist ein bisschen wie bei diesen Pixar-Filmen, bei denen ja auch erstmal eine Lampe ins Bild gehüpft kommt und dann kommt der Rest. Die Lampe ist ausgeschaltet und steht auf einem Tisch. Um den Tisch herum sitzen zwei Männer und eine Frau. Der Tisch ist voll mit Zeitschriften oder sowas Ähnlichem. Genau kann man das nicht erkennen. Der Rest des Raumes sieht nach Wohnzimmer aus. Die Wände sind bläulich und es hängen Bilder an der Wand. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Aber genau darum geht's. Um diese Ruhe, die dieses Bild ausstrahlt. Alles ist so entschleunigt. Da passiert eben nicht viel. Echte Anti-Action. Das ist doch herrlich. Wunderbar entspannt. Vielleicht haben die drei Personen auf dem Bild im Gespräch die Zeit vergessen und auch ganz vergessen, das Licht anzumachen. Vielleicht ist es deshalb so schummrig auf dem Bild. Man steht vor diesem Gemälde und kann sich richtig in die Situation reinversetzen, wie die da ganz gemütlich um den Tisch herum sitzen. Wer ist hier genau dargestellt? Rechts sitzt Jos Hessel. Das ist der Gastgeber und war ein Kunsthändler. Links sitzt der Schriftsteller André Picard und in der Mitte sitzt die Filmschauspielerin Marthe Millot. Lucy Hessel, die Frau des Gastgebers, ist nicht im Bild, aber sie war ein Modell für den Maler Vuillard, der dieses Bild ja gemalt hat. Und um den Stereotyp komplett zu machen, die beiden, also Lucy Hessel und Vuillard, hatten vermutlich eine Affäre miteinander. Klar, Künstler und Modell, bla bla, der alte Mythos, in dem Fall scheint es tatsächlich so gewesen zu sein. Und das war richtig frech, weil Vuillard bei dem Ehepaar Hessel mehrere Monate zu Gast war. Gastfreundschaft plus nennt man sowas wohl. Das Bild heißt ja Unter der großen Lampe in Saint-Jacques. Saint-Jacques ist ein Ort in der Bretagne und hier hatten die Hessels ein Ferienhaus. Also, dieses ruhige Bild ist dann doch ziemlich spannungsgeladen. Kunsthotspot Karlsruhe. Die staatliche Kunsthalle Karlsruhe ist ein echtes Kunsthighlight. Hier befindet sich nämlich nicht nur das eben beschriebene Gemälde von Vuillard, hier befindet sich auch die Zeichnung, mit der der Künstler das Bild vorbereitet hat. Und es ist immer toll, wenn man Entwurf und finales Werk direkt miteinander vergleichen kann. Da kann man dem Künstler quasi bei der Arbeit zugucken. Die Zeichnung zeigt, am Anfang hatte Vuillard die Szene breiter, nämlich im Querformat geplant und mehr Leute am Tisch gezeichnet. Das Gemälde ist dann aber ein Hochformat. So wird alles noch so ein bisschen mehr verdichtet und die Lampe steht noch dominanter im Zentrum. Und es gibt noch einen anderen markanten Unterschied. Die Zeichnung ist mit schnellen Strichen ausgeführt, alles sehr dynamisch. Das Gemälde dagegen ist sehr ruhig gemalt. Vuillard arbeitete mit vielen Skizzen und feilte lange an der Komposition seiner Bilder. Wie man in Karlsruhe sehr schön sehen kann.
Der Epochencheck. Vuillard war Teil der Künstlergruppe Nabi, geschrieben N-A-B-I-S. Noch nie gehört? Ging mir auch lange so. Aber Nabi ist eine echte Bereicherung, weil das so ruhige Bilder sind. Das ist echt gemalte Meditation. Das sind Bilder wie Baldrian. Okay, aber was war denn jetzt genau Nabi? Nabi wurde 1888-89 gegründet von ein paar aufmüpfigen Kunststudis in Paris. Nabi gehört zum sogenannten Postimpressionismus. Das ist ein nervig schlaues Wort für nach dem Impressionismus, also nach dieser stricheligen Kunst von Monet und Co. Davon wollten die Nabi sich abgrenzen und etwas Neues entwickeln. Nabi ist ein solide, größenwahnsinniger Name, denn das Wort kommt aus dem Hebräischen und heißt Prophet. So sahen sich die Nabi, als Propheten einer neuen Malerei. Stabiles Selbstbewusstsein, muss man sagen. Für die Nabi war Kunst nicht nur Gepinsel, sondern viel, viel mehr. Sie sahen Kunst als riesige Ausdrucksmöglichkeit. Deshalb umfasst Nabi nicht nur Malerei, sondern auch Bildhauerei, Druckgrafik, Plakate, Buchillustrationen, Bühnenbilder und sogar Möbeldesign. Nabi war ein echtes Kunstkomplettpaket. Egal welches Medium, den Nabi geht es um Folgendes. Formen sind nicht einfach nur Formen, sondern da ist mehr dahinter. Formen sind für die Nabi mit Emotionen verbunden. Eine wichtige Inspirationsquelle für die Künstler war das Alltagsleben und das eigene private Umfeld. Daher kommt auch die Vorliebe für Interieurmalerei für die eigenen vier Wände. Vuillard hat sich ganz genau angeguckt, wie Menschen wohnen. Nach dem Motto, du bist, wie du wohnst. Ich bin ja auch der Meinung, zeig mir deinen Computer-Desktop und ich weiß, wie du arbeitest. Vuillard hat mal gesagt, ich zitiere, ich male keine Porträts, ich male Leute in ihrem Lebensumfeld. Zitat Ende. Vuillard hätte definitiv ein Abo gehabt von der Zeitschrift Schöner Wohnen. Und noch ein weiteres Zitat von Vuillard bringt seine Arbeitsweise wunderbar auf den Punkt. Ich zitiere, ich habe selten etwas Großes geschaffen, wenn ich mein Zimmer verlassen habe. Ganz in Nabi-Manier hat Vuillard also sehr viel sein privates Umfeld gemalt. Und das war sehr oft seine Mutter. Vuillard wohnte nämlich bei seiner Mutter, bis sie starb. Da war er 60 Jahre alt. 60, das muss man sich mal klar machen. Ausziehen war offenbar nicht ganz so Vuillards Ding. Also, in der Kunsthalle Karlsruhe befindet sich ein echtes Muttersöhnchen-Meisterwerk. Wie wurde das Werk beeinflusst? Interessante Inspirationen. Ein wichtiger Einfluss für Vuillard war die Fotografie. Er war nämlich begeisterter Hobbyfotograf. Er benutzte immer wieder Fotos als Vorlagen für seine Bilder. Vuillards Faszination für die Fotografie schlägt sich auch in dem Bild aus Karlsruhe nieder. Der Tisch, die Lampe und die drei Menschen sind nämlich aus der Untersicht gemalt. Und das kann durchaus mit einer Kamera von Vuillard zusammenhängen. Das war nämlich damals eine moderne Taschenkamera, die man nicht vors Auge hielt, sondern vor den Bauch. Der Sucher befand sich nämlich auf der Oberseite des Kamerakastens, nicht wie bei uns heute auf der Rückseite. Ne, also wer kennt sie nicht, die berühmte Bellycam. Aber dadurch wurden Fotos halt aus der Untersicht gemacht, der Bauchperspektive. Und möglicherweise spielt Vuillard mit seinem Bild darauf an. Ihr merkt also, so ein ruhiges Werk, was so, ja, meditativ daherkommt, hat doch dann echt eine ganze Menge zu bieten. So, das ist mein Schlusswort zur heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der neuen Folge von Kunstsnack. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.